Samstagnacht herrscht Alarmstimmung in deutschen Diskotheken. Es wird gestritten, geprügelt und gedealt. In Berlin sorgt ein mobiler Sicherheitsdienst für den Schutz der Gäste und bestimmt, wer in die Disco reinkommt und wer nicht. Das ist immer das Gleiche mit ihm. Also nach Lust und Laune wird hier ausgemustert. Diese Türsteher sind Schweine hier. Idioten sind das, die haben keine Ahnung. Weil man sieht, dass Reden eigentlich gar nicht mehr geht, weil er aggressiv ist und rumschlägt oder versucht, Angriffe zu starten, dann kommt er natürlich sofort, wird er sofort rausgespielt. Schlägereien gehören zum Berufsrisiko. Wer wirklich Angst hat, der kann diesen Job nicht machen. Kein Job für Frauen, das ist ein Job für Männer. Auch in sozialen Brennpunkten der Hauptstadt ist der Sicherheitsdienst gefordert. Ich habe Morddrohungen erhalten und bin selber schon angegriffen worden. Man wollte mit einer Holzlatte schon auf mich los und deshalb gehe ich hier alleine nicht mehr durch diese Wohnanlage. Ja, mit einer ständigen Präsenz der Security ist es möglich, hier ein einigermaßen großes Sicherheitsgefühl zu vermitteln. Aber eins ist klar, wenn die Security hier nicht mehr anwesend wäre, würde wieder der Krieg ausbrechen, der hier ist. Vorbereitung für die Nachtschicht. Die Sicherheitsprofis Willi Brunnemann und Michael Kur sind ein eingespieltes Team. 11 Patronen stecken im Magazin der Pistole Marke Glock. Eine im Lauf. Kaliber 9 mm. Bei gefährlichen Einsätzen ist der Chef der Sicherheitsfirma immer bewaffnet. Man muss immer damit rechnen, dass was passieren kann. Und fast alle meine Türsteher, die haben eine Schussweste. Weil jetzt kann einer angreifen mit einem Messer oder mit einer Pistole und wir haben einen sehr gefährlichen Job. Und unser Leben kann die Schussweste retten. Bevor Willi Brunnemann in die Sicherheitsbranche wechselte, war er 15 Jahre beim SEK. Wir beide kennen uns schon sehr lange und fahren in diesem Bereich der nächtlichen Überprüfung die einzelnen von uns betreuten Diskotheken bzw. Baustellen etc. ab. Und dort bin ich tätig auch unter anderem als ein direkter Schutzfahrer und Berater. Ihre erste Station, das Palace, eine Diskothek im Berliner Stadtteil Wedding. Es gibt in jedem Laden Stress, irgendwann. Hier vermehrt. Also ich kenne keinen Laden, keine Diskothek, wo noch nie Stress war. Gibt's nicht. Passiert immer irgendwie was. Entweder mutwillig oder wenn sie betrunken sind. Seit 7 Jahren sorgen sie in der Großraumdiskothek für Sicherheit. Neben dem Palace hat er seine Mitarbeiter noch in 5 anderen Diskotheken und der Spielbank Berlin eingesetzt. Freitags ist Großkampftag im Palace. Bis zu 2000 Besucher strömen in die Disco. Bevor sie den Tanztempel betreten dürfen, werden sie von den Türstehern gemustert. Der Chef macht sich ein Bild von der Sicherheitslage. Die Regeln für den Einlass bestimmt der Geschäftsführer der Diskothek. Mit der Tür steht und fällt im Prinzip das, was man hier im Laden für Menschen hat. Das heißt, für uns ist wichtig, welches Klientel wir hier drin haben. Das heißt, damit steht und fällt auch der Ruf des Ladens und das Image einfach. Die Türsteher übernehmen das Aussortieren für 12,50 Euro die Stunde. Wer abgewiesen wird, erhält nur selten eine Erklärung. Hat nicht gepasst, nicht mehr im Laden. Wir haben schon so ein bisschen ein Bild von den Leuten, die rein sollen und die nicht. Und wir wissen auch, wie manche Leute sich verhalten, gerade wenn sie dann was getrunken haben oder so. Man hat da schon so ein bisschen Auge für. Ne? Deshalb war man der Meinung, dass die nicht wirklich reingepasst haben. Und warum nicht konkret? Erstens von der Optik her sahen die nicht wirklich gut aus, haben sie uns nicht gefallen. Und zweitens, ja, wie gesagt, ist halt die Erfahrung gerade mit Ausländern, dass viel Stress ist, gerade wenn sie was getrunken haben. Wer schon betrunken kommt, kann gleich wieder gehen. Wenn du nächstes Mal nüchtern kommst, kein Problem. Aber anders gefragt, wieso stellen Sie schon eine Behauptung auf? Ich bin zwar über den Durst gefunden, aber... Wir haben vorhin gesehen, wie du gekommen bist. Ja, aber das heißt noch lange nicht, dass ich irgendwelche Eier machen würde, oder? Tut mir leid, okay? Sie kennen mich doch nicht, oder? Ich weiß. Wovon hängt es denn ab? Dieses Argument will ich wissen von dem Mann. Keine Ahnung, ja, ist
abgefuckten Disco, Alter. Keine Ahnung. Schwarze Haare. Schwarze Haare, aha. Manchmal deswegen, Alter. Sollen wir unsere Haare jetzt entfernen oder? Nach Lust und Laune wird hier ausgemustert. Der hat ihn mindestens schon 20 Mal an der Tür abgewiesen und 50 Mal hat er ihn reingelassen. Ja? Und jetzt kommt er mir mit dem Argument, ich kenne ihn gar nicht. Da muss man eine richtige Linie durchziehen. Entweder weiß ich von vornherein, er kommt, er lässt ihn nie rein, dann versuche ich es auch nicht nochmal, aber er kann nicht dreimal ihn reinlassen und dann lässt er ihn zweimal wieder nicht rein. Was soll denn das sein? Guck mal, für mich ist jetzt mehr oder weniger der Abend gelaufen. Also, auch wenn ich jetzt woanders hingehe, ich bin auch schlecht gelaufen. Es geht jetzt darum, dass wir den Eindruck haben, dass sie eben stark betrunken sind. Aber es ist doch lange nicht, dass ich den Laden irgendwie blamieren würde. Okay. Nicht blamieren, aber es kann sein, dass sie trotzdem aufgrund ihres Alkoholkonsums nicht mehr in der Lage sind, eventuell die Treppe normal runterzukommen und runterstürzen. Aber die Leute, die mich sehen würden, zum allerersten Mal, heißt noch lange nicht, dass ich irgendwelche Schlägereien machen würde, oder? Das kann aber sein. Wie viel willst du denn noch drin trinken, möchte ich mal gerne wissen. Wenn du noch ein Bier trinkst, dann trittst du einem auf den Fuß oder machst eine falsche Bewegung und dann gibst du eine Schlägerei. Dafür habe ich ja Verständnis. Rein? Wieso kommt der nicht rein? Das ist ja das, was ich gerade hier erfrage. Das Argument. Aufgrund des Aussehens. Alkohol ist. Von außen redet doch keiner. Also, du kannst höchstens vielleicht noch ein Bier trinken, dann liegst du flach. Meistens ist es verbal, meistens wird es laut. Aber in ganz groben Fällen kommt es natürlich auch zur Schlägerei. Wenn der Mann eben extrem betrunken ist oder eventuell auch Drogen genommen hat wie Kokain, dann sind sie ja unberechenbar. Und dann kann es schon eskalieren und dann kommt es auch zur Schlägerei. Die hatten wir ja schon oft genug gehabt. Hey, was ist los? Bevor Michael Kur mit seinem Sicherheitsteam das Palace übernahm, gab es jedes Wochenende Schlägereien, Überfälle und Messerattacken auf die Türsteher. Als Türsteher irgendwo zu arbeiten, egal in welcher Diskothek, ist immer ein sehr großes Risiko, weil immer die Gefahr besteht, dass irgendein Durchgeknallter da ist, weil er eventuell abgewiesen wird oder weil er der Meinung ist, sich zu profilieren, dass es da zum großen Knall kommt. Also ist wirklich der Job als Türsteher ist sehr gefährlich. Viele Diskotheken sind rechtsfreie Räume und die Schlägertrupps oft Handlanger von Schutzgelderpressern. Erst übernehmen sie den Job an der Tür und später den ganzen Laden. Gängige Praxis in der Berliner Diskothekenszene. Im Umgang mit Schlägern und Messerstechern geht Michael Kur seinen eigenen Weg. Wir haben ja eine Politik, die sich absetzt von den anderen. Wenn es zur Streiterei kommt, sprich zur Schlägerei, halten wir, oder zumindest versuchen wir, denjenigen festzuhalten und der Polizei zu übergeben und machen eine Anzeige. Wegen Bedrohung, wegen Nötigung, versuchten Hausfriedensbruch. Das ist natürlich für die eine härtere Bestrafung, als wenn sie jetzt eine große Tracht Prügel von uns bekommen. Berlin-Spandau kurz nach 23 Uhr. Die Disco Star Island hat erst vor wenigen Monaten eröffnet. 6 Türsteher regeln den Einlass. Gerade am Anfang will man hier kein Sicherheitsrisiko eingehen. Der Laden muss sein Publikum erst noch finden. Die Türsteher wissen genau, wen sie wollen und wen nicht. Müssen sie ausstrahlen. Party. Keine Aggressivität wollen wir hier sehen. Die Leute sollen drin keine Angst bekommen. Die Leute wollen hier feiern, die wollen hier ein bisschen Spaß haben, die wollen ihr Geld ausgeben. Die sollen nicht zu locker aussehen, nicht zu sportlich, auf gar keinen Fall. Und ich denke mal, das Publikum haben wir auch. Was ist gegen sportlich einzuwenden? Ja, sportlich verleitet auch schnell. Wenn ich in Jogginghose habe, bestimmt mal einen Fußtritt oder sonst irgendwie was. Oder ist mir egal, die Sachen sind, haben sowieso nicht so großen Wert, als wenn ich eine Buntfaltenhose habe oder teure Schuhe, Budapester oder so, dann trete ich mal schnell zu. Muss nicht unbedingt sein. Aber das Gesamtbild verändert sich auch dadurch. Lieber eine legere Abendgarderobe, dann passt das alles schon. Palace ist eine andere Situation. Palace ist Wedding. Hier ist Spandau. In jeder Diskothek herrschen unterschiedliche Kleiderordnungen. Wir bekommen das ja vorher schon von der Geschäftsführung. Die sagen, die wollen ein bestimmtes Publikum haben.
Und nach diesen Regeln säubern wir praktisch den Laden. Das heißt, wenn der Geschäftsführer sagt, keinen mit Turnschuhen, dann lassen wir keinen mit Turnschuhen rein. Oder keinen mit Jeans. Gepflegte Garderobe, dann lassen wir eben halt nur mit Garderobe rein. So selektieren wir eben halt nach den Bedingungen, nach den Vorschriften und Wünschen vom Geschäftsführer. Fallen dem Sicherheitsexperten außerdem Straftaten auf, informiert er die Polizei. Wir bekommen auch von mir Informationen, wer Stress macht, wer versucht eventuell seinen Schutz dort anzubieten, wer eventuell versucht Drogen zu kaufen. Die Informationen werden von mir weitergegeben. Und das ist nicht der normale Weg von Sicherheitsfirmen in der gastronomischen Bereich, weil alle irgendwo versuchen, selber noch irgendwo in der Marke nebenbei zu verdienen. Der viermalige Kickbox-Weltmeister hat klare Vorstellungen, wer bei ihm arbeiten darf. Auch richtige Männer. Das heißt Leute, die auch das Herz an der richtigen Stelle haben. Ja, das zeigt sich dann erst im Gespräch, haben sie alle Mut und kennen alles. Und dann, wenn die Leute arbeiten, die erste Stresssituation ist da, das heißt, es kommt zur Schlägerei. Passiert es oft, dass die Leute dann eben halt weg sind, auf Toilette sind oder kurz ein Getränk genommen haben, aber nicht da sind, wo die Stresssituation ist. Das heißt, sie haben Angst. Und wenn ich das merke, dann werden sie natürlich sofort entlassen. Weil an der Tür, der Job ist hart, ist brutal mitunter und man braucht das Herz hier. Und wer wirklich Angst hat, der kann diesen Job nicht machen. Weitere Voraussetzungen, die Mitarbeiter müssen über 25 Jahre alt sein, ein sauberes Führungszeugnis haben und Kampfsport betreiben, damit sie sich im Ernstfall verteidigen können. Ein paar Gangs haben uns angegriffen, mit Baseballschlägern, Messern, Waffen. Letzte Woche, vor 3 Wochen, wurde ich mit einer Machete bedroht von einem Albaner. Ja, nur solche Sachen, Schlägereien. Was macht man da, wenn da einer vor einem steht mit einer Machete? Nicht den Rambo spielen, rausgehen und 1 gegen 1, sondern 110 Polizei rufen am besten. Und im schlimmsten Fall, da muss man sich wehren. Deswegen trainieren wir auch. 4-mal die Woche, das wird vom Chef erwartet. Bravo! Es ist eine Arbeit wie eine auch, wo ich mich auch auf dem Bau mit einer Steife verletzen kann oder in Beton reinfalle oder sonst was. So kann uns auch was passieren, dass ich was auf die Nase kriege oder dass ich geschubst werde oder vielleicht mit einem Messer angegriffen werde. Aber im Nachhinein, man fängt damit an zu leben. Und feste Freundschaften bauen sich auf jeden Fall auf, weil man weiß, wer vorne mit einem an der Front steht und wer eben die Kollegen sticht, ist noch nicht. Wir haben auch Kollegen, die weggerannt sind, aber die sind dann am nächsten Tag gleich wieder arbeitslos. Mit der Zeit erkennt man, wer an die Tür gehört oder wer nicht. Nicht jeder kann an der Tür arbeiten. Das gehört auch viel Herz. Also Angst haben wir alle. Das kann ich sagen, ich bin der Mutigste, ich habe keine Angst. Das ist gelogen. Na klar habe ich eine Angst, weil er eine Waffe zieht. Ich habe eine Familie zu ernähren. Hat jeder Angst. In der City-Passage mitten in der Hauptstadt haben verängstigte Ladenbesitzer um Schutz gebeten. Kein Einzelfall. Sicherheitsdienste gehören in deutschen Großstädten in Einkaufszentren oder Ladenpassagen inzwischen zum Stadtbild. Der Sicherheitsdienst, der boomt, muss man sagen, weil die Kriminalität ist enorm gestiegen und dadurch ist auch der Sicherheitsanspruch enorm hoch geworden. Es gibt viele Gangs, Junggangs, die einfach kommen in einer Gruppe rein und lenken ab die Verkäuferin und der andere nimmt sich irgendwas mit. Also es ist einfach notwendig und das haben auch die Ladenbesitzer erkannt, dass es fast ohne Security gar nicht mehr geht. Ansonsten steht der Laden leer. Dieses Geschäft hat sich auf hochwertige Designerpullover spezialisiert. Beliebte Ware bei den Jugendgangs. Also ich bin eigentlich glücklich darüber. Ich finde das ganz toll. Also wenn es das über, sag ich mal, jetzt brenzlig wird, wenn ich jetzt beobachte, dass da irgendwelche Jugendlichen unterwegs sind, 4, 5 Mann oder auch mehr, dann mache ich das schon, dass ich, bevor die reinkommen, dass ich den Sicherheitsdienst schon vorher hole, weil die ja dann ganz nützlich sind. Neben Diebstahl ist Scheckkartenbetrug das größte Problem in der Ladenpassage. Einige Besitzer wissen sich nur mit dem Schlagstock zu wehren. Friedlich geht es sowieso nicht, ja. Es ist immer so, dass man also zuschlagen muss. Wenn man nicht zusteckt, dann hat man schon am meisten Ärger, weil die schlagen schon zu. Die Leute sind wenig kooperativ. Die wollen sich natürlich die Karten nicht wegnehmen lassen.
die sie gerade geklaut haben. Und dann sagt man, jetzt die Karte behalte ich, wie bitte, und dann geht's los. Insofern verteidigt man sich dann meistens, ob man nun so ein Ding einsetzt, ist halt anders, aber meistens hat man dann ein bisschen was zu tun. Der nächste Einsatz, ein Wohnblock in Neukölln. Wir fahren jetzt zu einem Objekt, wo 90% Ausländer wohnen. Hier ist ganz klar erstmal zu erkennen, warum Security und die Polizei gefordert ist und auch ganz klar überfordert ist. Weil hier sieht man sehr deutlich, dass hier ein Kampf ist, den man eigentlich gar nicht mehr zurückgewinnen kann, weil hier einfach die Kriminalität ihre Wurzeln hat und wächst und gedeiht und man kann nichts gegen tun. Und wir versuchen trotz allem, was sehr, sehr schwierig ist, ein wenig Sicherheit dort den Mietern zu vermitteln, weil eben doch viele bedroht werden. Die banalsten Straftaten, die können wir rechts und links hier sehen, das sind Sachbeschädigung, Beleidigung, Körperverletzung, räuberische Erpressung. Ihr meint es damit Abziehen von irgendwelchen allein spazieren gehenden in Abendbereichen Leuten. Da wird das Handy geklaut, umgehauen, Geld weggenommen. Dann Rauschgifthandel etc. Also diese üblichen Straßenkriminellen, die hier in den Armbereichen tätig sind. Objektkontrolle! Statt 1500 Menschen leben in den 600 Sozialwohnungen fast doppelt so viele. Der Sicherheitsdienst soll für den Schutz der Mieter und Mitarbeiter sorgen. Hausverwalterin Manuela Mattis kommt einmal pro Woche zur Mietersprechstunde. Immer wieder wird sie bedroht. Meistens von Mietern, denen fristlos gekündigt wurde, weil sie seit Jahren ihre Miete nicht zahlen. Bevor der Sicherheitsdienst da war, waren wir beide nur alleine. Dann sind sie schon auf uns los, teilweise mit der Holzlatte. Teilweise haben sie dann gesagt, wir treffen uns nachts wieder oder abends wieder im Dunkeln. Oder beschimpfen uns halt mit sehr vulgären Ausdrücken. Und also ich bin sehr ruhig, muss ich mal sagen. Also ich drehe mich auch um und laufe weiter. Aber immer ruhig zu bleiben ist recht schwierig und kommt immer auf den Charakter drauf an. Mein Kollege ist da ein bisschen impulsiver und dann kann es natürlich schnell eskalieren. Und durch den Sicherheitsdienst hat sich eigentlich einigermaßen alles so ein bisschen geregelt und beruhigt, aber teilweise rasten sie nach wie vor aus. Wie viel Mal sind wir umgegangen, klopfen, hallo, können Sie ein bisschen ruhiger? Macht nicht. Wenn die kommen, ist der Lärm zu Ende. Ja, ich weiß es auch nicht. Deswegen, wir müssen, wir können das machen. Musst du die Zeit und die setzen sich dann eine Stunde hin oder nehmen die Aber ich habe ja schon mal gesagt, sie muss die Polizei holen. Wir sind hier einfach der falsche Ansprechpartner. Wir sollen die Polizei rufen, wir können dir hier nicht helfen. Ja, sie traut sich also nicht mit, wenn sie Polizei ruft. Also traut sie nicht. Aber Weinkrämpfe zählen zu den harmlosen Vorkommnissen der Mietersprechstunde. Vor unserer Zeit wurde die Frau Mattes ja ohrfeigt hier drin. Sie wurden mit Dreck beschmissen, bedroht. Und der Herr Knigge, der Hausmeister, wurde auch schon mehrmals angegangen. Also von der Warte aus ist es absolut notwendig. Einen Moment. Wiedersehen. Also das ist eine absolute Notwendigkeit. Die Leute sind halt unverständnisvoll. Und da Frau Mattes auch eine Frau ist und wir einen großen Anteil an Türken und Arabern hier haben, die leben, haben sie halt immer Probleme, wenn eine Frau ihnen erklärt, dass es nicht so läuft, wie sie es in diesem Moment gerade wünschen oder haben möchten. Trotz Massenschlägereien unter Anwohnern, Rauschgift und Waffenhandel ruft der Sicherheitsdienst zwiespältige Gefühle hervor. Die Eins ist ganz vorne. Also als ich diese Sicherheitsbeauftragte hier gesehen habe, dachte ich, aha, meine Meinung, dass die Gegend schlecht geworden ist, einfach nur bestärkt hat. Ja, dass ich gesehen habe, aha, es ist wirklich so weit hier gekommen, dass hier Sicherheitsleute echt Beobachtungen machen müssen, was ich eigentlich sehr schätze und auch gut finde. Vielen schätzt es auch ab, ja, wenn sie sehen, aha, hier laufen Leute rum, die für die Sicherheit sorgen. Wo ich am 84 hier umgezogen war, das war total sauber, sehr schön. Jetzt möchte ich gerne weggehen, aber ich habe ja keine Chance. Jahrelang wurden die Wohnungen mit Asylbewerbern und sozial schwachen Familien überbelegt, ohne Rücksicht auf die Folgen. Uns, die da täglich mit zu tun haben,
erschreckt es natürlich auch ja nicht mehr. Auch diese Verdreckung in den Wohnungen, ja. Ob da jetzt Kakerlaken sind, Ratten, Schimmel. Ob die Schimmel, ob die. Das ist ja genauso da. Die pullern ins Treppenhaus, die pullern nur in ihrer Wohnung überall hin. Also da riecht es genauso. Seit 7 Monaten sorgt das Team im Auftrag der Hausverwaltung für Sicherheit. Wir sind Normalzustände hier, weil die Mieter ja nun durch diesen hohen Anteil, dass sie ja halt teilweise mit 12 Mann in einer Wohnung leben, haben sie natürlich auch viel Müll und benutzen große Müllsäcke. Und die passen nicht hier oben rein, diese riesen Müllsäcke. Die Tonnen sind leer und deshalb stellen sie den Müll halt daneben ab. Das ist jetzt schon sortiert worden von unserer Reinigungsfirma. Sonst liegt es also bergeweise quer durcheinander und alles fliegt raus. Im Sommer natürlich extrem schlimm, weil der Geruch ist unerträglich. Ne? Zu den Aufgaben von Manuela Mattes gehören auch Hausbesuche. Was sie erwartet, weiß sie nie. Für diese Wohnung hat sie sich den Schlüssel besorgt. Der Mieter ist verstorben. Es gibt keine Hinterbliebenen. Sie muss die Wohnung räumen lassen. Wohl ist ihr nicht bei ihrem Job. Ich habe Morddrohungen erhalten und bin selber schon angegriffen worden. Man wollte mit einer Holzlatte schon auf mich los. Dann ist mein Kollege, der Knicke, dazwischen gegangen. Der hat es dann abgewehrt. Und von daher, also meine Sicherheit ist mir wichtig. Und deshalb gehe ich hier alleine nicht mehr durch diese Wohnanlage. Treppenhäuser, Kellerräume und Garage werden regelmäßig kontrolliert. Die Tiefgaragen sind vor unserem Arbeitsbeginn hier im Objekt als Stellplätze für geklaute Autos, die dann entweder ausgeschlachtet und komplett beseitigt wurden oder die Reste wurden halt hier einfach stehen gelassen. Durch die Bestreifung unsererseits hat sich dieses Maß einfach reduziert an Autowachs und an den ganzen Schmutz, und der hier immer rumgelegen hat. Bis nachts um 1 drehen die Männer vom Sicherheitsdienst ihre Runden. Vor etwa 2 Monaten sind wir noch in Zweierstreife gelaufen. Aber da wir hier massive Probleme mit Anwohnern hatten, haben wir einfach entschlossen, aus Sicherheitsgründen, dass wir nur noch zu viert laufen und uns nicht mehr teilen. Das ist Eigensicherung. Das ist einfach eine Eigensicherung, die wir betreiben. Und von daher gibt es keine Teilung mehr. Es bleibt einfach bei dem, wie es jetzt ist. Und dadurch kann man auch unsere Arbeit effektiver verrichten als vorher. 19.000 Euro im Monat ist der Hausverwaltung der Sicherheitsdienst wert. Das ist die sogenannte Mission Impossible. Fast unmöglich, hier für 100% Schutz zu sorgen. Eigentlich ist es ein verlorener Krieg, den man gar nicht zurückgewinnen kann. Nur mit einer ständigen Präsenz der Security ist es möglich, hier in einigermaßen großes Sicherheitsgefühl zu vermitteln. Aber eins ist klar, wenn die Security hier nicht mehr anwesend wäre, würde wieder der Krieg ausbrechen, der hier ist. 2 Uhr nachts in der Diskothek Palace. Es gibt Stress im Laden. Die Toilettenfrau hat Alarm ausgelöst. Die Türsteher sind im Einsatz. Hallo! Mahlzeit! Vermutlich, so die Türsteher, haben die beiden Gäste Drogen konsumiert. Ein Vergehen, das sofort geahndet wird. Sie werden aus der Disco verwiesen und bekommen Hausverbot. Auch der Sicherheitschef will einen Gast zum Gehen bewegen. Nicht einfach der Job, oder? Schwierig, anstrengend. Sehr anstrengend. Das Recht, wenn jemand betrunken ist. Aber er hat es eingesehen, dass er zu betrunken ist. Er konnte gar nicht mehr reden. Der Besucherandrang reißt nicht ab. Zwischen 2 und 4 Uhr morgens ist die Diskothek am besten besucht. Ja, Messer finden wir sehr oft. Also gerade so Klingen, die checken ja die Leute vorne ab. Und da werden sehr oft halt Messer gefunden. Schlagstück hatten wir schon. Schreckschusspistolen. Also es kommt alles vor. Und nicht selten. Immer wieder versuchen abgewiesene Pistengänger, die Türsteher zu überreden, sie doch noch reinzulassen. Vergeblich. Tut mir leid, okay? Schönen Abend. Weiß nicht, wir sind wohl ein bisschen südländischer als die anderen. Ach Quatsch, Mann. Er ist voll okay eigentlich, aber er macht mal Faxen. Keine Ahnung.
Er sagt, wir passen da nicht rein, aber stimmt gar nicht. Ich pass nicht rein. Kannst du dir abholen, wenn du wieder gehst, ja? Ich muss mich doch nicht jedes Mal vorstellen. Ich habe mich schon zweimal vorgestellt. Oben habe ich mit ihm geredet, vor einem Monat habe ich mit ihm geredet. Du kennst mich doch auch, du siehst mich doch auch. Ich bin die ganze Zeit, aber nie, warst nie. Du im ersten Moment? Ja, aus dem Grund, du wirst auch sauer. Wenn du irgendwo reinkommst, nächste Woche erkennt er dich nicht. Letzte Woche komme ich hier rein, ohne Probleme, kein gar nichts. Sehe noch schlimmer aus als jetzt. Nee, er kommt nicht rein. Ich? Warum? Weiß nicht. Bin hier geboren, aufgewachsen. Ohne Begründung. Hieß mal Studentenausweis. Schwarze Haare, Lederjacke ist normal. Also wir sind zu fünft hergekommen, ja. Zu viert kommen wir rein. Der ist der Einzige, der nicht rein darf. Sollte ich nicht wundern, dass die Türsteher hier Probleme kriegen, wenn wir irgendwelche Freunde hier rufen und hier immer reinstürmen und die Türsteher schlagen. Also, ich bin nicht so einer, aber wenn die anderen es machen, kann ich es richtig verstehen. Man baut sich die Aggression irgendwie selber auf, irgendwie an der Tür. Und dafür können die Türsteher eigentlich nur was dafür. Weil der Chef sagt so, sortiert selber aus. Und wenn wir Stammgäste reinkommen und ich bringe halt einen Freund mit, der kein Stammgast ist, dass wir nicht reinkommen, das ist irgendwie Quatsch. Ich habe letztes Mal jemanden geschlagen, deswegen komme ich nicht rein. Ja. Egal, ich gehe woanders hin. Ist mir scheißegal hier. Drecksdisco hier, alles Fotzen hier. So, ich war besoffen so. Ich habe ihm seine Nase gebrochen, blaues Auge hatte er. Normal. 3-4 Bier und dann... Mal gucken. Ach, diese Türsteher sind Schweine hier. Die Idioten sind das, die haben keine Ahnung. Du musst ein dickes Fell haben manchmal. So wie auch wir beleidigt und bedroht werden hier. Mit was bedroht? Na, überwiegend werden einem Schläge angedroht. Von wegen, man sieht sich zweimal oder... Wir wischen dich irgendwann. Ich zitiere jetzt, ich ficke deine sowas und dein Leben und naja. Wann die Situation eskaliert, können auch die routiniertesten Türsteher nicht voraussagen. Mit Sporthosen. 190 Euro. Das mag ja sein, aber passt nicht um mich rein. Ich nicht. Kann man da nicht einen Ausnahme? Plötzlich kippt die Stimmung. Das ist aggressiv. Ganz einfach, das ist mein Recht. Kannst einfach sagen. Äußerst gewalt bereite Leute. Hat man doch gleich gesehen. Die äußerst schnell hochgehen, also aggressiv werden. Und sowas wollen wir natürlich hier in Laden absolut nicht haben. Da wollen wir den Stress lieber hier an der Tür machen. Nach 30 Sekunden ist alles vorbei. Niemand wird verletzt. Die Angreifer flüchten. Das beste Beispiel dafür, wie aggressiv alles sich hier entwickeln kann. So schnell kann das jedes Wochenende passieren. Ich habe gleich eine Flasche auf den Schluss. Und das Flasche abgeschlagen wurde gleich. Mit Hilfe der Polizei will Michael Kuhr die Täter stellen. Also ich fahre jetzt mit und versuche die Leute zu finden und zu identifizieren. Vielleicht sind sie hier noch im Umkreis und dann können wir noch eine Anzeige machen. Die Leute waren zwar schon sehr aggressiv gewesen von Anfang an, aber ich hätte nicht gedacht, dass es noch so eskaliert. Man muss immer damit rechnen, passieren kann es immer, aber dass es so eskaliert, damit hat man nicht gerechnet. Also, wir sind alle keine Supermänner, ganz ehrlich. Und Angst hat jeder, aber man muss damit umgehen. Und ich meine, wir müssen das machen und das ist unser Job und das ist gut so, ist okay. Also, und so, das, wie gesagt, passiert nicht alltäglich und das ist echt okay. Können Sie die beschreiben? Die Türsteher werden als Zeugen vernommen. Die Suche vom Chef ist erfolglos. Wir haben also nur die Jedermannsrechte. Das heißt, also, wir haben also nicht die Aufgaben der Polizei. Wir können also nur reagieren, praktisch im Sinne der Selbstverteidigung, in der Notwehr. Ansonsten haben wir relativ wenig Rechte. Wie gesagt, wir sind keine Polizisten. Hi. Zwei Currywurst ohne Sahne. Seit 1994 schlägt sich der ehemalige Postbote die Nächte in Diskotheken um die Ohren.
Also ich hoffe, dass wir doch hier ein bisschen was bewegen können, also dass wir was verändern können, dass die Stadt Berlin ein bisschen ruhiger wird. Aber wenn das sich wieder zurückbildet, dann ist man halt so frustriert, dass man wahrscheinlich doch aufhört. Weil das ist ja doch sehr gefährlich, weil man macht sich ja eine ganze Menge Feinde von der anderen Seite. Und das kann ja doch irgendwann mal in die Hosen gehen. Man kann ja nicht alle ins Gefängnis stecken. Einmal pro Monat trainiert der 41-Jährige auf dem Schießstand. Eine von vielen Voraussetzungen, um den Waffenschein nicht zu verlieren. Wir hatten früher ganz normale Schlägereien, aber galt noch das Faustgesetz. Das ist heute vorbei. Es haben viele eben auch Waffen dabei, sprich Butterfly-Messer oder Messer, Dolche, alles Mögliche, eventuell auch bis zu Waffen. Ob die scharf sind, das weiß man nicht. Aber wenn man dort angegriffen wird mit einer Waffe oder bedroht wird, dann muss man erstmal davon ausgehen, dass es eine scharfe Waffe ist. Aber in dem Fall hat das auch zugenommen, diese enorme Gewaltbereitschaft. Und es ist ja auch so, dass die Waffen gezeigt werden und die auch eingesetzt werden. Also enorm gefährlich. Beim Personenschutz erwarten die Kunden, dass die Sicherheitsspezialisten mit der Waffe umgehen können. Wenn eine Person richtig gefährdet ist, wenn die Person fürchtet um Leib und Leben, dann sollte man schon eine Waffe haben. Weil man muss immer mit rechnen, dass der Angreifer bewaffnet ist. Und da muss man also auch natürlich entsprechend antworten können. Besondere Aufgaben erfordern ein besonderes Auftreten. Das Team ist gebucht worden, um die Pressekonferenz von Boxweltmeister Sven Ottke abzusichern. Jetzt sieht's blass aus. Die Veranstaltung heute ist ja anders, als wenn wir sonst in unsere Locations arbeiten. Wir haben heute eine Veranstaltung, eine sehr hochwertige Veranstaltung. Also absolute Diskretion, sauberes Arbeiten, gerade stehen, kein Kaugummi kauen, guten Eindruck hinterlassen. Ja? Benni? Kanal 1. Ankunft des Weltmeisters. Michael Kur und Sven Ottke haben früher gemeinsam trainiert. Beide sind Berliner, man kennt sich. Mal den Bauer dran? Egal wo Ottke auftritt, er ist immer von Security umgeben. Mich hat wieder alte auf die Bauer geworden, die sind wichtig. Weil ich kann mich überhaupt nicht selbst verteidigen. Wenn irgendwie verrückt um mich zu kommen, muss man einfach jemanden dabei haben, der für die in die Bresche springt. So. Rund 70 Journalisten werden erwartet. Michael Kur, der auch schon die Bambi-Verleihung und die Berlinale betreut hat, weiß aus Erfahrung, dass alle so nah wie möglich an den Star heran wollen. Box-Events haben zudem ihre eigenen Gesetze. Es könnte vorkommen, dass sich zwei Boxer, die gegeneinander kämpfen, bei der Pressekonferenz sich vielleicht schon gar nicht mögen und aufeinander losgehen. Das ist alles möglich. Das hat man schon oft genug gehabt, mehr in Schwäbisch, dass sie praktisch die Hauptakteure sich ins Prügeln bekommen. Und da muss man natürlich aufpassen. Veranstaltungen mit Prominenten haben klare Regeln. So viel Sicherheit wie möglich und so wenig Präsenz wie nötig. Kaum ein Star will nur von seinen Bodyguards umringt sein, wenn er öffentlich auftritt. Nur auf Abruf. Wir warten auf das Go von Peter Eilhoff, wenn er uns braucht. Genau. Das ist natürlich eine Ehre für mich, weil Sven ist Weltmeister. Ich war Weltmeister und er war damals ein Fan von mir und ich bin jetzt ein Fan von ihm. Und uns verbindet natürlich eine ganze Menge durch den Boxsport. Nach 90 Minuten ist die Veranstaltung beendet. 8 von 21 festangestellten Mitarbeitern waren im Einsatz. Bei aller Härte hat der Job auch angenehme Seiten. Eins ist klar, die Türsteher sind immer beliebt bei den Frauen. Normalerweise dürften die kein Gehalt bekommen bei mir. Ja, wunderbar. Das ist ja die beste Idee. Weil alle Türsteher liegen vorne bei den Frauen. Hey, lass mich bitte umsonst rein.
Kontrollfahrt ins Lichtenberger Tollhaus, eine Diskothek im Osten der Stadt. Als die Firma vor 4 Jahren die Sicherheit übernahm, war der Ruf des Ladens durch Prügeleien ruiniert. Bis heute sind Schlägereien und Streitigkeiten unter Gästen nicht zu vermeiden. Bei den Auseinandersetzungen geht es meistens um Frauen oder um Begriffe wie Stolz und Respekt. Um zu klären, warum gestritten wurde, wird einer der beiden Kontrahenten zur Rede gestellt. Also ich stand da, ich habe gesehen, wie der Typ die Frau geschlagen hat, einfach nur hingegangen, meinte, er soll damit aufhören. So. Dann hat er wieder angefangen die ganze Zeit. Ich saß da, er hat mich belästigt und es ist einfach alles, was passiert ist. Ich meine, ich will einfach nur der Frau helfen. Ich bin in der Disco, um Spaß zu haben und nicht, um hier irgendwie Stress zu machen oder sowas. Und das ist alles, was ich gemacht habe. Okay, wie wollen wir jetzt entscheiden? Sag mal, normalerweise ist es ja so, dass sag mal, unsere Security das Hausrecht haben. Normalerweise würden wir dich jetzt das Haus verweisen, aber da es ja nur eine Streitigkeit war, machen wir jetzt nochmal eine Ausnahme, drücken mal ein Auge zu. Auch im Anbetracht der Uhrzeit ist ja jetzt schon was Feierabend. Machen wir heute noch eine Ausnahme, aber sollte sowas noch einmal vorkommen, ist es definitiv Ende. Ja, ist eine große gelbe Karte, ja? Alles klar. Okay? Alles klar. Alles klar. Okay. Kaum ist dieser Ärger geklärt, folgt der nächste. Weil er angetrunken ist. Wir kommen gerade aus dem Albert, ja, haben 300 Euro liegen gelassen, haben einen Gutschein bekommen fürs Tollhaus, ja. Und er darf jetzt nicht rein. Jawohl, der Unterschied zwischen Ihnen und er ist mit dem, uns gekommen, dem, er ist ein bisschen später reingekommen. Lassen Sie mich bitte ausreden. Der Herr ist ziemlich angetrunken. Ich bin auch angetrunken gekommen. Er kommt auch nicht rein. Ich bin auch betrunken und bin hier reingekommen. Das ist überhaupt nicht wahr. Das ist überhaupt nicht wahr. Das ist eine Schweinerei, muss ich euch gleich sagen. Schönen Abend. Also kein Pirinha trinken, ich kriege eine Freikarte dafür. Und wenn ich jetzt dann KP trinke und komme jetzt hier rein, bin ich hier angetrunken. Also das heißt, je mehr ich den anderen Laden trinke, umso weniger komme ich hier rein. Stimmt irgendwie nicht. Aber ich kriege eine Freikarte hier. Ja, kann irgendwie nicht. Das kann es nicht sein. Nee, kann wirklich nicht. Ist ja verkehrt. Da, irgendwas ist da verkehrt. Das Nachtleben von Berlin. Kaum einer kennt es besser als Michael Kur. Erste Erfahrungen als Türsteher sammelte er vor 20 Jahren. Seine bitterste Stunde: der verlorene Kampf um eine Diskothek. Da war ein Durchlauf von fast 800 Leuten und wir hatten nur 2 Mitarbeiter gehabt. Und an diesem Tag ist eine Schlägerei entstanden und die hat sich entwickelt zur Massenschlägerei und wir waren nur zu zweit. Das war unmöglich, dass wir das in den Griff bekommen. Und aufgrund dessen haben wir praktisch die Kündigung bekommen, weil die Geschäftsleitung der Meinung war, wir hätten das mit 2 Mann in den Griff bekommen müssen. Aber das war nicht möglich. Der Laden war brechend voll gewesen und das hätte keiner in den Griff bekommen können mit 2 Mitarbeitern. Außer die haben Supermänner, aber Supermänner, ich habe gute Männer, aber keine Supermänner. Um seine Existenz muss sich der Sicherheitsprofi keine Sorgen machen. Fast täglich bekommt er neue Aufträge. Ganz gegen den Trend in Deutschland. Nächste Woche bei Spiegel TV Extra. Alltag in einer Tagesklinik. Die einen wünschen sich eine größere Brust, andere nicht sehnlicher als ein Kind. Um Frauen ihr Schicksal zu erleichtern, stehen die Ärzte gut 40 Mal am Tag am Operationstisch. Schön, schön, schön natürlich wird sie da. Frauenschicksale am laufenden Band. Weitere Informationen zur Sendung finden Sie im Internet unter spiegeltv.de. Gestärkt hat. Ja, dass ich gesehen habe, es ist wirklich so weit hier gekommen, dass hier Sicherheitsleute echt Beobachtungen machen müssen, was ich eigentlich sehr schätze und auch gut finde. Vielen schätzt es auch ab, ja, wenn sie sehen, aha, hier laufen Leute rum, die für die Sicherheit sorgen. Wo ich am 84 hier umgezogen war, das war total sauber, sehr schön. Jetzt möchte ich gerne weggehen, aber ich habe ja keine Chance. Jahrelang wurden die Wohnungen mit Asylbewerbern und sozial schwachen Familien überbelegt, ohne Rücksicht auf die Folgen. Uns, die da täglich mit zu tun haben, erschreckt es natürlich auch ja nicht mehr. Auch diese Verdreckung in den Wohnungen, ja, ob da jetzt Kakerlaken sind, Ratten, Schimmel, ob die
Das ist ja genauso da. Die pullern ins Treppenhaus, die pullern nur in ihrer Wohnung überall hin. Also da riecht es genauso. Seit 7 Monaten sorgt das Team im Auftrag der Hausverwaltung für Sicherheit. Das sind Normalzustände hier, weil die Mieter ja nun durch diesen hohen Anteil, dass sie ja halt teilweise mit 12 Mann in einer Wohnung leben, haben sie natürlich auch viel Müll und benutzen große Müllsäcke. Und die passen nicht hier oben rein, diese riesen Müllsäcke. Die Tonnen sind leer und deshalb stellen sie den Müll halt daneben ab. Das ist jetzt schon sortiert worden von unserer Reinigungsfirma. Sonst liegt es also bergeweise quer durcheinander und alles fliegt raus. Im Sommer natürlich extrem schlimm, weil der Geruch ist unerträglich, ne? Zu den Aufgaben von Manuela Mattes gehören auch Hausbesuche. Was sie erwartet, weiß sie nie. Für diese Wohnung hat sie sich den Schlüssel besorgt. Der Mieter ist verstorben. Es gibt keine Hinterbliebenen. Sie muss die Wohnung räumen lassen. Wohl ist ihr nicht bei ihrem Job. Ich habe Morddrohungen erhalten und bin selber schon angegriffen worden. Man wollte mit einer Holzlatte schon auf mich los. Dann ist mein Kollege, der Knicke, dazwischen gegangen. Der hat es dann abgewehrt. Und von daher, also meine Sicherheit ist mir wichtig. Und deshalb gehe ich hier alleine nicht mehr durch diese Wohnanlage. Treppenhäuser, Kellerräume und Garage werden regelmäßig kontrolliert. Die Tiefgaragen sind vor unserem Arbeitsbeginn hier im Objekt als Stellplätze für geklaute Autos, die dann entweder ausgeschlachtet und komplett beseitigt wurden oder die Reste wurden halt hier einfach stehen gelassen. Durch die Bestreifung unsererseits hat sich dieses Maß einfach reduziert an Autowachs und an den ganzen Schmutz, und der hier unten mal rumgelegen hat. Bis nachts um 1 drehen die Männer vom Sicherheitsdienst ihre Runden. Vor etwa 2 Monaten sind wir noch in 2er-Streife gelaufen. Aber da wir hier massive Probleme mit Anwohnern hatten, haben wir einfach entschlossen, aus Sicherheitsgründen, dass wir nur noch zu 4 laufen und uns nicht mehr teilen. Der wird dann schwärmen. Nach Lust und Laune wird hier ausgemustert. Der hat ihn mindestens schon 20 Mal an der Tür abgewiesen und 50 Mal hat er ihn reingelassen. Ja? Und jetzt kommt er mir mit dem Argument, ich kenne ihn gar nicht. Da muss man eine richtige Linie durchziehen. Entweder weiß ich von vornherein, er kommt, er lässt ihn nie rein. Dann versuche ich es auch nicht nochmal. Aber er kann nicht 3-mal ihn reinlassen und dann lässt er ihn 2-mal wieder nicht rein. Was soll denn das sein? Guck mal, für mich ist jetzt mehr oder weniger der Abend gelaufen. Also, auch wenn ich jetzt woanders hingehe, ich bin auch schlecht gelaufen. Es geht jetzt darum, dass wir den Eindruck haben, dass sie eben stark betrunken sind. Aber ich wusste doch lange nicht, dass ich den Laden irgendwie blamieren würde. Okay. Nicht blamieren, aber es kann sein, dass sie trotzdem aufgrund ihres Alkoholkonsums nicht mehr in der Lage sind, eventuell die Treppe normal runterzukommen und runterstürzen. Aber die Leute, die mich sehen würden, zum allerersten Mal, heißt noch lange nicht, dass ich irgendwelche Schlägereien machen würde, oder? Das kann aber sein. Wie viel willst du denn noch drin trinken, möchte ich mal gerne wissen. Wenn du noch ein Bier trinkst, dann trittst du einem auf den Fuß oder machst eine falsche Bewegung und dann gibt es eine Schlägerei. Dafür habe ich ja Verständnis. Rein? Wieso kommt der nicht rein? Das ist ja das, was ich gerade hier erfrage. Dieses Argument. Aufgrund des Aussehens. Alkohol ist, von Aussehen redet doch keiner. Also du kannst höchstens vielleicht noch ein Bier trinken, dann liegst du flach. Meistens ist es verbal, meistens wird es laut. Aber in ganz groben Fällen kommt es natürlich auch zur Schlägerei. Wenn der Mann eben extrem betrunken ist oder eventuell auch Drogen genommen hat wie Kokain, dann sind sie ja unberechenbar. Und dann kann es schon eskalieren und dann kommt es auch zur Schlägerei. Die hatten wir ja schon oft genug gehabt. Hey, was ist los? Bevor Michael Kur mit seinem Sicherheitsteam das Palace übernahm, gab es jedes Wochenende Schlägereien, Überfälle und Messerattacken auf die Türsteher. Als Türsteher irgendwo zu arbeiten, egal in welcher Diskothek, ist immer ein sehr großes Risiko, weil immer die Gefahr besteht, dass irgendein Durchgeknallter da ist, weil er eventuell abgewiesen wird oder weil er der Meinung ist, sich zu profilieren, dass es da zum großen Knall kommt. Also ist wirklich der Job als Türsteher ist sehr gefährlich. Komm her!
Viele Diskotheken sind rechtsfreie Räume und die Schlägertrupps oft Handlanger von Schutzgelderpressern. Erst übernehmen sie den Job an der Tür und später den ganzen Laden. Gängige Praxis in der Berliner Diskothekenszene. Im Umgang mit Schlägern und mit rund 70 Journalisten werden erwartet. Michael Kuhr, der auch schon die Bambi-Verleihung und die Berlinale betreut hat, weiß aus Erfahrung, dass alle so nah wie möglich an den Star heran wollen. Box-Events haben zudem ihre eigenen Gesetze. Es könnte vorkommen, dass sich zwei Boxer, die gegeneinander kämpfen, bei der Pressekonferenz sich vielleicht schon gar nicht mögen und aufeinander losgehen. Das ist alles möglich. Das hat man schon oft genug gehabt, mehr in Schwergewicht, dass sie praktisch die Hauptakteure sich ins Prügeln bekommen. Und da muss man natürlich aufpassen. Veranstaltungen mit Prominenten haben klare Regeln. So viel Sicherheit wie möglich und so wenig Präsenz wie nötig. Kaum ein Star will nur von seinen Bodyguards umringt sein, wenn er öffentlich auftritt. Nur auf Abruf. Wir warten auf das Go von Peter Eilhoff, wenn er uns braucht. Unterstützen. Das ist natürlich eine Ehre für mich, weil Sven ist Weltmeister, ich war Weltmeister und er war damals ein Fan von mir und ich bin jetzt ein Fan von ihm. Und uns verbindet natürlich eine ganze Menge durch den Boxsport. Nach 90 Minuten ist die Veranstaltung beendet. 8 von 21 festangestellten Mitarbeitern waren im Einsatz. Bei aller Härte hat der Job auch angenehme Seiten. Eins ist klar, die Türsteher sind immer beliebt bei den Frauen. Normalerweise dürften die kein Gehalt bekommen bei mir. Ja, wunderbar. Das ist ja die beste Idee. Weil alle Türsteher liegen vorne bei den Frauen. Hey, lass mich bitte umsonst rein. Kontrollfahrt ins Lichtenberger Tollhaus, eine Diskothek im Osten der Stadt. Als die Firma vor 4 Jahren die Sicherheit übernahm, war der Ruf des Ladens durch Prügeleien ruiniert. Bis heute sind Schlägereien und Streitigkeiten unter Gästen nicht zu vermeiden. Bei den Auseinandersetzungen geht es meistens um Frauen oder um Begriffe wie Stolz und Respekt. Um zu klären, warum gestritten wurde, wird einer der beiden Kontrahenten zur Rede gestellt. Ich stand da und ich habe gesehen, wie der Typ die Frau geschlagen hat, einfach nur hingegangen, meinte, er soll damit aufhören. So. Dann hat er damit aufgehört, dann hat er wieder angefangen die ganze Zeit. Ich saß da, dann hat er mich belästigt und es ist einfach alles, was passiert ist. Ich meine, ich will einfach nur der Frau helfen. Ich bin in der Disco, um Spaß zu haben und nicht, um hier irgendwie Stress zu machen. Oder 1 gegen 1, sondern 110, Polizei rufen am besten. Und im schlimmsten Fall, da muss man sich wehren. Deswegen trainieren wir auch. 4-mal die Woche, das wird vom Chef erwartet. Es ist eine Arbeit wie eine auch, wo ich mich auch auf dem Bau mit einer Steife verletzen kann oder in Beton reinfalle oder sonst was. So kann uns auch was passieren, dass ich was auf die Nase kriege oder dass ich geschubst werde oder vielleicht mit einem Messer angegriffen werde. Aber im Nachhinein, man fängt damit an zu leben. Und feste Freundschaften bauen sich auf jeden Fall auf, weil man weiß, wer vorne miteinander vorne steht und wer eben die Kollegen sticht, ist noch nicht. Wir haben auch Kollegen, die weggerannt sind, aber die sind dann am nächsten Tag gleich wieder arbeitslos. Mit der Zeit erkennt man, wer an die Tür gehört oder wer nicht. Nicht jeder kann an der Tür arbeiten. Das gehört auch viel Herz. Also Angst haben wir alle. Das kann ich sagen, ich bin der Mutigste, ich habe keine Angst. Das ist gelogen. Na klar habe ich eine Angst, weil er eine Waffe zieht. Ich habe eine Familie zu ernähren. Hat jeder Angst. In der City-Passage mitten in der Hauptstadt haben verängstigte Ladenbesitzer um Schutz gebeten. Kein Einzelfall. Sicherheitsdienste gehören in deutschen Großstädten in Einkaufszentren oder Ladenpassagen inzwischen zum Stadtbild. Der Sicherheitsdienst, der boomt, muss man sagen, weil die Kriminalität ist enorm gestiegen. Und dadurch ist auch der Sicherheitsanspruch enorm hoch geworden. Es gibt viele Gangs, Junggangs, die einfach kommen.
in einer Gruppe rein und lenken ab, die Verkäuferin, und der andere nimmt sich irgendwas mit. Also es ist einfach notwendig, und das haben auch die Ladenbesitzer erkannt, dass es fast ohne Security gar nicht mehr geht. Ansonsten steht der Laden leer. Dieses Geschäft hat sich auf hochwertige Designerpullover spezialisiert. Beliebte Ware bei den Jugendgangs. Also ich bin eigentlich glücklich darüber. Ich finde das ganz toll. Also wenn es das über, sag ich mal, jetzt brenzlig wird, wenn ich jetzt beobachte, dass da irgendwelche Jugendlichen unterwegs sind, 4, 5 Mann oder auch mehr, dann mache ich das schon, dass ich, bevor die reinkommen, dass ich den Sicherheitsdienst schon vorher hole, weil die ja dann ganz nützlich sind. Neben Diebstahl ist Scheckkartenbetrug das größte Problem in der Ladenpassage. Einige Besitzer wissen sich nur mit dem Schlagstock zu wehren. Friedlich geht es sowieso nicht, ja. Es ist immer so, dass man also zuschlagen muss. Wenn man nicht zusteckt, dann hat man schon am meisten Ärger, weil die schlagen schon zu. Die Leute sind wenig kooperativ. Die wollen sich natürlich die Karten nicht wegnehmen lassen, die sie gerade geklaut haben. Und dann sagt man, so jetzt die Karte behalte ich, wie bitte, und dann geht's los. Insofern verteidigt man sich dann meistens. Ob man nun so ein Ding einsetzt, ist verdammt, aber meistens... Das ist auch so, wenn du irgendwo reinkommst, und nächste Woche erkennt er dich nicht. Letzte Woche komme ich hier rein, ohne Probleme, kein gar nichts. Sehe noch schlimmer aus als jetzt. Nee, er kommt nicht rein, er kommt nicht rein. Ich? Warum? Weiß nicht. Bin hier geboren, aufgewachsen. Ohne Begründung. Hieß mal Studentenausweis. Schwarze Haare, Lederjacke ist normal. Also wir sind zu fünft hergekommen, ja. Zu viert kommen wir rein. Der ist der Einzige, der nicht rein darf. Sollte ich nicht wundern, dass die Türsteher hier Probleme kriegen, wenn wir irgendwelche Freunde hier rufen und hier mal reinstürmen und die Türsteher schlagen. Also, ich bin nicht so einer, aber wenn die anderen es machen, kann es richtig verstehen. Man baut sich die Aggression irgendwie selber auf, ja. Irgendwie an der Tür. Und dafür können die Türsteher eigentlich nur was dafür. Weil der Chef sagt so, sortiert selber aus. Und wenn wir Stammgäste reinkommen und ich bringe halt einen Freund mit, der kein Stammgast ist, dass wir nicht reinkommen, das ist irgendwie Quatsch. Ich habe letztes Mal jemanden geschlagen, deswegen komme ich nicht rein. Ja. Egal, ich gehe woanders hin. Ist mir scheißegal hier. Drecksdisco hier, alles Fotzen hier. So, ich war besoffen, so. Ich habe ihm seine Nase gebrochen, blaues Auge hatte er. Normal. 3, 4 Bier und dann... Mal gucken. Ach, diese Türsteher sind Schweine hier. Die Idioten sind das, die haben keine Ahnung. Dickes Fell haben manchmal. Also wie oft wir beleidigt und bedroht werden hier. Mit was? Bedroht? Na, überwiegend werden einem Schläge angedroht. Von wegen, man sieht sich zweimal oder. Wir erwischen dich irgendwann. Ich zitiere jetzt, ich ficke deine sowas und dein Leben und naja. Wann die Situation eskaliert, können auch die routiniertesten Türsteher nicht voraussagen. Mit 190 Euro. Mag ja sein, aber pass ich nicht rein. Ich plötzlich kippt die Stimmung. Ganz einfach, das ist mein Recht. Kannst einfach sagen. Äußerst gewalttätige Reiter, Leute. Hat man doch gleich gesehen. Die äußerst schnell hochgehen, also aggressiv werden, und sowas wollen wir natürlich hier in Laden absolut nicht haben. Da wollen wir den Stress lieber hier an der Tür machen. Nach 30 Sekunden ist alles vorbei. Niemand wird verletzt. Die Angreifer flüchten. €190. Das mag ja sein, aber was ich nicht rein. Plötzlich kippt die Stimmung. Ganz einfach, das ist mein Recht. Kannst einfach sagen. Äußerst gewalttätige Reiter, Leute. Hat man doch gleich gesehen. Die äußerst schnell hochgehen, also aggressiv werden, und sowas wollen wir natürlich hier in Laden absolut nicht haben. Da wollen wir den Stress lieber hier an der Tür machen. Hey.
Nach 30 Sekunden ist alles vorbei. Niemand wird verletzt. Die Angreifer flüchten. Das beste Beispiel dafür, wie aggressiv alles sich hier entwickeln kann. So schnell kann das jedes Wochenende passieren. Mit Hilfe der Polizei will Michael Kuhr die Täter stellen. Also ich fahre jetzt mit und versuche die Leute zu finden und zu identifizieren. Ja, die, vielleicht sind sie hier noch im Umkreis und dann können wir noch eine Anzeige machen. Die Leute waren zwar schon sehr aggressiv gewesen von Anfang an, aber ich hätte nicht gedacht, dass es noch so eskaliert. Dann muss man immer damit rechnen, passieren kann es immer, aber dass es so eskaliert, damit hätte man nicht gerechnet. Also wir sind alle keine Supermänner, ganz ehrlich. Und Angst hat jeder, aber man muss damit umgehen. Und ich meine, wir müssen das machen und das ist unser Job und das ist gut so, ist okay. Also und so, das, wie gesagt, passiert nicht alltäglich und das ist echt okay. Können Sie die beschreiben? Die Türsteher werden als Zeugen vernommen. Die Suche vom Chef ist erfolglos. Wir haben also nur die Jedermannsrechte. Das heißt, also, wir haben also nicht die Aufgaben der Polizei. Wir können also nur reagieren, praktisch im Sinne der Selbstverteidigung in der Notwehr. Ansonsten haben wir relativ wenig Rechte. Wie gesagt, wir sind keine Polizisten. Hi. Zwei Currywurst ohne Dame. Seit 1994 schlägt sich der ehemalige Postbote die Nächte in Diskotheken um die Ohren. Also ich hoffe, dass wir doch hier ein bisschen was bewegen können, also dass wir was verändern können, dass die Stadt Berlin ein bisschen ruhiger wird. Aber wenn das sich wieder zurückbildet, dann ist man halt so frustriert, dass man wahrscheinlich doch aufhört. Weil das ist ja doch sehr. Ich habe mich schon zweimal vorgestellt. Ja. Oben habe ich mit ihm geredet, vor einem Monat habe ich mit ihm geredet. Du kennst mich doch auch, du siehst mich doch auch. Ich bin die ganze gemacht. Zeit, aber nie. Eben, im ersten Moment. Ja, aus dem Grund, du wirst auch sauer, wenn du irgendwo reinkommst und nächste Woche erkennt er dich nicht. Letzte Woche komme ich hier rein, ohne Probleme, kein gar nichts. Sehe noch schlimmer aus als jetzt. Nee, er kommt nicht rein. Ich? Warum? Weiß nicht. Bin hier geboren, aufgewachsen. Ohne Begründung. Hieß mein Studentenausweis. Schwarze Haare, Lederjacke ist normal. Also wir sind zu fünft hergekommen, ja. Zu viert kommen wir rein. Der ist der Einzige, der nicht rein darf. Soll ich nicht wundern, dass die Türsteher hier Probleme kriegen, wenn wir irgendwelche Freunde hier rufen und hier mal reinstürmen und die Türsteher schlagen. Also ich bin nicht so einer, aber wenn die anderen es machen, kann ich es richtig verstehen. Man baut sich die Aggression irgendwie selber auf, ja. Irgendwie an der Tür. Und dafür können die Türsteher eigentlich nur was dafür. Weil der Chef sagt so, sortiert selber aus. Und wenn wir Stammgäste reinkommen und ich bringe halt einen Freund mit, der kein Stammgast ist, dass wir nicht reinkommen, das ist irgendwie Quatsch. Ich habe letztes Mal jemanden geschlagen, deswegen komme ich nicht rein. Ja. Egal, ich gehe woanders hin. Ist mir scheißegal hier. Drecksdisco hier, alles Fotzen hier. So, ich war besoffen so. Ich habe ihm seine Nase gebrochen, blaues Auge hatte er. Normal. 3-4 Bier und dann... Mal gucken. Ach, diese Türsteher sind Schweine hier. Die Idioten sind das, die haben keine Ahnung. Du musst ein dickes Fell haben manchmal. So wie oft wir beleidigt und bedroht werden hier. Mit was? Bedroht? Na, überwiegend werden einem Schläge angedroht. Von wegen, man sieht sich zweimal oder. Wir wischen dich irgendwann. Ich zitiere jetzt, ich ficke deine. Sowas und dein Leben und naja. Wann die Situation eskaliert, können auch die routiniertesten Türsteher nicht voraussagen. Mit Sporthosen. 190 Euro. Das mag ja sein, aber was ich wirklich weiß. Ich nicht. Kann man da nicht noch aushauen? Plötzlich kippt die Stimmung. Das ist aggressiv. Ganz einfach, das ist mein Recht. Könnt ihr einfach sagen? Ihr bestimmt die äußerst gewaltbereite Leute. Hat man auch gleich gesehen. Die äußerst schnell hochgehen, also aggressiv werden und sowas wollen wir natürlich hier in Laden absolut nicht haben. Da wollen wir den Stress lieber hier an der Tür machen.
Der wurde auch schon mehrmals angegangen. Also von der Warte aus ist es absolut notwendig. Einen Moment. Wiedersehen. Also es ist eine absolute Notwendigkeit. Die Leute sind halt unverständnisvoll. Und da Frau Mattes auch eine Frau ist und wir einen großen Anteil an Türken und Arabern hier haben, die leben, haben sie halt immer Probleme, wenn eine Frau ihnen erklärt, dass es nicht so läuft, wie sie es in diesem Moment gerade wünschen oder haben möchten. Trotz Massenschlägereien unter Anwohnern, Rauschgift und Waffenhandel ruft der Sicherheitsdienst zwiespältige Gefühle hervor. Die Eins ist ganz vorne. Also als ich diese Sicherheitsbeauftragte hier gesehen habe, dachte ich, aha, meine Meinung, dass die Gegend schlecht geworden ist, einfach nur bestärkt hat. Ja, dass ich gesehen habe, aha, es ist wirklich so weit hier gekommen, dass hier Sicherheitsleute echt Beobachtungen machen müssen, was ich eigentlich sehr schätze und auch gut finde. Vielen schätzt es auch ab, ja, wenn sie sehen, aha, hier laufen Leute rum, die für die Sicherheit sorgen. Wo ich am 84 hier umgezogen war, das war total sauber, sehr schön. Jetzt möchte ich gerne weggehen, aber ich habe ja keine Chance. Jahrelang wurden die Wohnungen mit Asylbewerbern und sozial schwachen Familien überbelegt, ohne Rücksicht auf die Folgen. Uns, die da täglich mit zu tun haben, erschreckt es natürlich auch ja nicht mehr. Auch diese Verdreckung in den Wohnungen, ja, ob da jetzt Kakerlaken sind, Ratten, Schimmel. Das ist ja genauso da. Die pullern ins Treppenhaus, die pullern nur in ihrer Wohnung überall hin. Also da riecht es genauso. Seit 7 Monaten sorgt das Team im Auftrag der Hausverwaltung für Sicherheit. Wir sind Normalzustände hier, weil die Mieter ja nun durch diesen hohen Anteil, dass sie ja halt teilweise mit 12 Mann in einer Wohnung leben, haben sie natürlich auch viel Müll und benutzen große Müllsäcke. Und die passen nicht hier oben rein, diese riesen Müllsäcke. Die Tonnen sind leer und deshalb stellen sie den Müll halt daneben ab. Das ist jetzt schon sortiert worden von unserer Reinigungsfirma. Sonst liegt es also bergeweise quer durcheinander. Und alles fliegt raus. Im Sommer natürlich extrem schlimm, weil der Geruch ist unerträglich. Ne? Zu den Aufgaben von Manuela Mattes gehören auch Hausbesuche. Was sie erwartet, weiß sie nie. Für diese Wohnung hat sie sich den Schlüssel besorgt. Der Mieter ist verstorben. Es gibt keine Hinterbliebenen. Sie muss die Wohnung räumen lassen. Wohl ist ihr nicht bei ihrem Job. Ich habe Morddrohungen erhalten und bin selber schon angegriffen worden. Man wollte mit einer Holzlatte schon auf mich los. Dann ist mein Kollege, der Knicke, dazwischen gegangen. Der hat es dann abgewehrt. Und von daher, also meine Sicherheit ist mir wichtig. Und deshalb gehe ich hier alleine nicht mehr durch diese Wohnanlage. Treppenhäuser, Kellerräume und Garage werden regelmäßig kontrolliert. Ankunft des Weltmeisters. Michael Kur und Sven Ottke haben früher gemeinsam trainiert. Beide sind Berliner, man kennt sich. Mal dein Bauer dran. Egal wo Ottke auftritt, er ist immer von Security umgeben. Mich hat wieder alte auf die Rolle geworden, die sind wichtig. Weil ich kann mich überhaupt nicht selbst verteidigen. Wenn irgendwie verrückt auf mich zu kommen, muss man ein paar jemanden dabei haben, der in die Bresche springt. So. Rund 70 Journalisten werden erwartet. Michael Kur, der auch schon die Bambi-Verleihung und die Berlinale betreut hat, weiß aus Erfahrung, dass alle so nah wie möglich an den Star heran wollen. Box-Events haben zudem ihre eigenen Gesetze. Es könnte vorkommen, dass sich zwei Boxer, die gegeneinander kämpfen, bei der Pressekonferenz sich vielleicht schon gar nicht mögen und aufeinander losgehen. Das ist alles möglich. Hat man schon oft genug gehabt, mehr in Schwäbisch, dass sie praktisch die Hauptakteure sich ins Prügeln bekommen. Und da muss man natürlich aufpassen. Veranstaltungen mit Prominenten haben klare Regeln. So viel Sicherheit wie möglich und so wenig Präsenz wie nötig.
Kaum ein Star will nur von seinen Bodyguards umringt sein, wenn er öffentlich auftritt. Nur auf Abruf. Wir warten auf das Go von Peter Allenhoff, wenn er uns braucht, unterstützen. Das ist natürlich eine Ehre für mich, weil Sven ist Weltmeister, ich war Weltmeister und er war damals ein Fan von mir und ich bin jetzt ein Fan von ihm. Und uns verbindet natürlich eine ganze Menge durch den Boxsport. Nach 90 Minuten ist die Veranstaltung beendet. 8 von 21 festangestellten Mitarbeitern waren im Einsatz. Bei aller Härte hat der Job auch angenehme Seiten. Eins ist klar, die Türsteher sind immer beliebt bei den Frauen. Normalerweise dürften die kein Gehalt bekommen bei mir. Ja, wunderbar. Das ist ja die beste Idee. Weil alle Türsteher liegen vorne bei der Frau. Hey, lass mich bitte umsonst rein. Kontrollfahrt ins Lichtenberger Tollhaus, eine Diskothek im Osten der Stadt. Als die Firma vor 4 Jahren die Sicherheit übernahm, war der Ruf des Ladens durch Prügeleien ruiniert. Bis heute sind Schlägereien und Streitigkeiten unter Gästen nicht zu vermeiden. Bei den Auseinandersetzungen geht es meistens um Frauen.